Guten Morgen. Guten Morgen. Wer wird deutscher Meister? Fragezeichen. Wir reden darüber. Jetzt gleich. Ha, ha, also viel Spaß. Ha, ha, Guten Morgen. Jetzt habe ich die Anweisung aus der Regie richtig gedeutet, weil frohe Kunde, Felix Gropper ist zurück. Und es funktioniert wieder alles. Nicht mehr funktioniert, ist der FC Bayern. Yippie! Yippie! Der FC Bayern nach 12 Jahren oder 15 Jahren oder wie lange? 11 Jahren funktioniert er auf einmal nur noch so halb. Ja. Und er lässt sich sogar Führung ab. Schenkt er her, wie der Kaiser früher gesagt hat. Vor allen Dingen Mannschaften, gegen die man eigentlich lange gedacht hat, das sind so Teams, da sagt man immer, könnte was gehen, aber geht am Ende doch nichts. Ja, verrückter Abend gestern, also diese ganze Tobias-Stieler-Nummer, diese ganze Tobias-Stieler-Nummer. Beim Gucken das Gefühl, das ist was für die Bundesliga-Geschichtsbücher. Ja. Zweimal Gelb, zweimal Schwalbe, zweimal Elfer, zweimal der gleiche Spieler, der die Schwalbe kriegt, also das fand ich, das hat mich auf allen Ebenen abgeholt, zumal es alles gegen den FC Bayern lief. Ich war rundum glücklich gestern Abend. Ja, jetzt könnte ich natürlich fragen, wo ist der VAR, wenn man ihn braucht? Mhm. Aber den haben wir ja schon längst hergeschenkt. Richtig. über den VAR reden wir nicht mehr. Insofern, Nein. Wir sind mal froh, dass er nur so halb genau ist. Ja. Oder wie soll man sagen? Also, dass er halt doch nicht so gut gucken kann wie wir, wie wir Stammtischbrüder. Genau. Der FC Bayern nun der Verfolger ist. Der Verfolger von Borussia Dortmund. Vor dem Klassiko, der in zwei Wochen, jetzt ist ja Länderspielpause, dann Alter, stattfinden wird. Und dann werden wir wirklich wissen, wer hier die Hosen anhat, die Mütze aufhat in der deutschen Bundesliga. Nämlich der Borussia Dortmund, der neue Tabellenführer, hat eindrucksvoll bewiesen, wie dominant er auftreten kann gegen Mannschaften, die, und jetzt mache ich natürlich alles auf einmal, also alles, was an diesem Wochenende in einem Satz Wahnsinn. Passiert ist, in einen Satz packen, nämlich der erste FC Köln schaltet sich jetzt wieder in den Abstiegskampf ein. Brutal. Weil da ist es ja eigentlich am spannendsten und der erste FC Köln, der mag ja große Emotionen. Ja. Ja? Und insofern ist jetzt eigentlich die Bundesliga, ich sag's jetzt mal mit Werner Hansch, so geil wie schon seit langem nicht mehr. Das ist wahr, oben wie unten Spannung pur, aber lass uns noch mal kurz oben bleiben, weil was bei den Bayern gestern natürlich auch spannend war, nicht nur die beiden wirklich fantastischen Fehlentscheidungen von Tobias Stieler, die dann korrigiert worden sind, sondern auch, dass das fußballerisch wirklich dünn war und dass das Julian Nagelsmann und Thomas Müller und wie sie alle heißen, ich habe ein bisschen gehofft auf die ja, giftigen Interviews nach dem Spiel, wo der deutsche Fußball für tot erklärt wird und der VAR ist eh schlimm und alles, aber im Gegenteil, Julian Nagelsmann hat ja eigentlich mehr oder weniger sehr differenziert zugegeben, das war heute richtig schlecht. Und das ist jetzt auch, mal abgesehen von dem, was die Bayern in der Champions League gemacht haben, in der Bundesliga, wenn man die letzten Wochen anguckt, häuft sich das manchmal. Dass man zwar dass vielleicht auch nicht mal so gut sind, ja. Ja, absolut. Ja, jetzt bin ich natürlich ungern in der Rolle desjenigen, der hier für den FC Bayern die Lanze brechen muss. Aber wusstest du, welche europäische Mannschaft in den letzten 10 Jahren 10-mal im Viertelfinale der Champions League stand, als einzige? Der FC Bayern? Richtig. Real Madrid nur 9-mal. Und die haben, glaube ich, 5-mal die Champions League gewonnen. Ja. Ich vermute dahinter, ich bin ja Verschwörungstheoretiker, ist ja bekannt. Mhm. Und ich vermute dahinter ja den großen, großen Plan, den sich Oliver Kahn vor dem ersten Spieltag schon zu Hause in seinem Reißbrett mit Buntstiften und Plakkerfarben aufgemalt hat. Ja. Nämlich, wir spielen oben mit, immer schön mal vorne, vielleicht mal einen Punkt hinten und so weiter und so fort. Und dann, wenn am 1. April der Klassiko kommt. Richtig. Oder 2. April oder wann es ist. Ich glaube, es ist am 1. Ich glaube, am 1. sogar, ja. Dann sind wir Zweiter. Ja. Und dann machen wir so 5-0 fertig. Ich meine, das ist ja auch eine spannende Frage, die man sich ableiten muss aus den Geschehnissen dieses Wochenendes. War das jetzt taktisch so klug, dass Borussia Dortmund gerade jetzt vor diesem Spiel die Tabellenführung übernimmt? Oder
wird es jetzt ganz übel. Ja, natürlich. Ich habe auch nochmal angerufen, habe Herr Watzke, bitte denken Sie dran, nicht gewinnen am Wochenende gegen 1. FC Köln. Auf keinen auf Fall. Gar keinen Fall. Und ich, vor allen Dingen, der 1. FC Köln, der bietet sowas ja auch nicht an, nee, dass man gegen die gewinnen könnte. Die geben ja auch alles. Also die sind einfach gut genug. Nein. Oh ja. Mann, ich bin heute auch schlecht drauf. Es ist, ich will jetzt hier nicht wieder als der große Zyniker rüberkommen. Nein. Vielleicht mal ganz kurz FC. Ja. Das ist das noch nicht mal Arbeitsverweigerung, nee, weil die sind einfach nicht gut genug. Das ist hart. Das sind die Entbehrungen dieser langen Saison, ja, mit Conference League. Richtig. Und natürlich dem Aderlass der Leistungsträger, die abgegeben werden mussten wegen hoher Schulden. Und jetzt passiert das, was eigentlich, ich habe das ehrlich gesagt schon früher erhofft. Mhm. Erhofft? Aber nicht erhofft, Entschuldigung, ich erwartet. Ja. Entschuldigung, liebe FC-Fans, ich habe es nicht erhofft. Ich habe es erwartet, dass es schon früher eigentlich runtergeht. Und ihr hättet es eigentlich auch schon früher erwarten müssen aus meiner Sicht. Ja. Und ich glaube, wir haben gerade über ein Klassiko geredet, wo natürlich sich jetzt alles wieder ins Gegenteil drehen kann. Große Chance am 2. April ist rheinisches Derby. Ui, 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 das heißt, dieses Spiel kann auch wieder vieles ins Gegenteil umdrehen. Also, ja, wie Uli Hoeneß immer so schön sagte, the trend is your friend. Und der Trend ist ja gerade nicht auf der Seite der Kölner. Aber es ist ein Spiel, wenn nicht dann... Wann dann? Dann? Wann? Wenn ich dann, wann dann? Ja, also die Kölner, ich muss das mir notieren, ein Punkt aus den letzten 5 Spielen bei einem Torverhältnis von 1:13. Ja gut, das da ist der haut jetzt auch diese 6-1-Klatsche da, die in haut Dortmund da rein. Rein. Also jetzt hängst mal nicht größer. Also das ist wirklich richtig, das ist richtig reißerischer Bundesliga-Journalismus, den du hier machst, lieber Luis. Also so, also auf das Niveau komme ich nicht runter. Aber was man ja sagen muss, ich glaube, man kann umso glücklicher sein in Köln über die wirklich fantastische Zeit, die man vor der WM-Pause gespielt hat, wo wir hier saßen und uns im Wochentakt gefragt haben, wie macht der FC das mit einem Kader, der eigentlich für nicht viel mehr herreichen sollte als Platz 15 oder Platz 14, dass man da nicht nur im gesicherten Mittelfeld teilweise unterwegs war, sondern richtig einstellig tabellarisch unterwegs. Und von diesem, ich sag mal, Fett, was sie sich da angepunktet haben, davon leben sie gerade, aber das, wie sie jetzt spielen, irgendwie kommt es ja auch nicht wirklich überraschend, weil, wie gesagt, wir haben uns ja gefragt, wie machen die das? Wie holt Steffen Baumgart aus einer Mannschaft, die für nicht viel mehr gemacht ist als Abstiegskampf, so viel raus? Und jetzt natürlich die Frage, erleben wir jetzt oder sehen wir jetzt gerade das echte Gesicht vom 1. FC Köln oder haben wir es in der hängen wir das noch alles gesehen? Ein bisschen zu hoch? Ja, ja. Weil ich glaube, es ist bekannt, dass ich auch sag ich mal so, gewisse Sympathien für Steffen Baumgart habe. Ja, hege ich auch. Ich fände es schade, wenn diese irgendwie ja schöne Geschichte, die eigentlich aus meiner Sicht ja immer noch nicht richtig zusammenpasst, ne, mhm, dann doch ein früheres Ende finden würde, weil das ist doch eigentlich ganz nett gewesen. Und wie gesagt, rheinisches Derby, das birgt auch Chancen aus, mhm, meiner Perspektive. Und ich hoffe, er hat noch Ideen und er hat auch die Fähigkeit auf die Jungens, das sind ja auch viele junge Jungs. Das sind ja viele, ne, junge, also Jungens. Der Kollege Hector hat ja auch gesagt, wir haben eigentlich so gut wie gar nicht verteidigt. Ja. Und er ist ja nur einer der Älteren und ist, korrigiere mich, glaube ich, auch Abwehrspieler. Richtig. Und insofern fragt man sich natürlich, was ist da los gewesen? Vielleicht war Dortmund auch einfach zu gut. Gladbach ist momentan nicht so gut, nein, kann man sagen. Und Gladbach ist, wenn man genau hinguckt, auch nur 4 Punkte vor den Kölnern. Das, ja, heißt, Heimsieg in Müngersdorf, Müngersdorf, mhm, Müngersdorf und man ist wieder ja, fast gleich auf. Und insofern, ich merke schon gerade, das ist ein Themenfrühstück, was heute epische Länge haben könnte. Weil es, wir haben sein, ganz viele Entwicklungen, die, glaube ich, vor diesem Spieltag noch nicht so zu erkennen waren. Der 1. FC Köln, mhm, meldet sich im Abstiegskampf zurück. Eintracht Frankfurt verspielt die Champions League, Fragezeichen? Verspielt eigentlich so fast, ja, die ganze Saison, habe ich gerade den Brutal, Eindruck. Brutal, was weil da passiert, das, ja, ist natürlich auch alles sehr, sehr hochgekocht gewesen. Ja, dann noch diese Geschichte da in Neapel. Mhm. Vielleicht hat das auch ein bisschen Spuren hinterlassen. Also ich glaube, da sind wir uns einig, ohne jetzt größere Eintracht-Fans zu sein. Eintracht Frankfurt hat in den letzten 5 Jahren eigentlich die schönste Geschichte des deutschen Fußballs geschrieben. Ja. Mit allem drum und dran. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht so zerbröselt. Ja. Aber ein bisschen sieht es so aus, als, absolut, wenn sie im Niemandsland der Liga am Ende der Saison landen können, was ich schade fände. Absolut. Da haben wir auch hier, wo wir endlich wieder zurück waren, letzte Woche drüber geschrieben, Frankfurt ist gerade wirklich an einem Scheideweg, weil sich, ja, in diesen nächsten Spielen entscheidet, wo es europäisch, ob es europäisch irgendwo hingeht nächste Saison und vor allen Dingen auf Basis dessen, für welchen Wettbewerb man sich qualifiziert, mit welchen Spielern
Weil wenn man sich diese Startelf anguckt, sind ja gefühlt 8 von 11 Spielern auf dem Absprung. Und Oliver Glasner war auch gestern nach der Niederlage bei Union das erste Mal, hatte ich das Gefühl, so richtig, richtig angepisst. Nicht nur auf seine Mannschaft, sondern gefühlt auch auf den ersten FC Union. Aber Frankfurt, da geht es seit Wochen schon nicht so ganz harmonisch zu. Kann einem Sorgen bereiten, aber nochmal ganz kurz zurück zum ersten FC Köln, weil wir ja gerade eh schon fleißig durch die Tabelle springen. Ich bin wirklich gespannt. Steffen Baumgart, der viel auch immer über Ansprache und Emotionen regelt und Kampf und Intensität, wie er jetzt aus dieser Nummer, also es klingt jetzt dramatisch, aus dieser Nummer rauskommt im Sinne von, was kann der vielleicht auch taktisch verändern? Der Taktiker Steffen Baumgart, was hat er jetzt noch im Petto, um diese Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen? Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Ich halte den für einen sehr, sehr guten Trainer. Und trotzdem bin ich da sehr, sehr gespannt, was der erste FC Köln draus macht. Aber wir können ja mal im Abstiegskampf bleiben, denn der VfB Stuttgart ist erstmals in dieser Saison auf Platz 18 gestürzt nach einer Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg. Und Bruno Labbadia muss sich erste Fragen gefallen lassen, ob er denn noch der richtige Mann für den VfB ist. Ist er das? Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, hier vor jedem Spieltag immer zu fragen, welcher von den bereits geholten Feuerwehrmännern schon wieder nicht mehr der richtige Trainer ist. Also vor diesem Spieltag war es ja eindeutig Matarazzo, der das, wie ich fand, eigentlich sehr gut abmoderiert hat, weil also mal bitte mal gleich den Lebensberechtigungsschein zu entziehen, nur weil man 3-mal in Folge verloren hat. Ja, also mal ganz ehrlich, ich mach da nicht mit. Wenn du da mitmachst, deine Sache, ja, ich mach da nicht mit. Und wenn ihr da mitmacht, auch euer Problem. Genau. Und man hat ja gesehen, was dann passiert. Ich wollte jetzt nicht gleich auf deinen Verein anspielen. Sorry, bleiben wir erstmal beim VfB Stuttgart. Bruno Labbadia hat nicht das erste Mal nachgewiesen, dass er zumindest ein Händchen hat für solche Situationen, dass die Ergebnisse ausbleiben. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also ich habe mir auch nochmal eigentlich die letzten Spiele auch immer so ein bisschen von der Stimmung auf den Rängen angeschaut. Da ist ja Zunder in der Bude. Also das ist ja nicht so, dass da die Fans in Scharen abwandern und sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß da und so weiter und so fort. Also ich glaube auch der VfB, der wird da irgendwie, da ist Dynamik drin. Also ich glaube, und das haben wir ja, glaube ich, auch vor diesem Spieltag gesehen, dass jeder jeden da unten schlagen kann. Total. Also sind alle nicht gut. Nee, absolut nicht. Aber sie sind alle auch nicht so schlecht, dass sie nicht in einem Spiel, wo man es vielleicht auch nicht erwartet, genau, jetzt kommen wir dann auch zu Hertha, dann auf einmal 3-0 gegen Hertha gewinnen können, nachdem man irgendwie wochenlang überhaupt keine Tore geschossen hat. Ja. Also insofern, das traue ich auch durchaus dem VfB zu. Und wer am Ende dann unten drin steht, und da sind wir dann vielleicht auch nochmal kurz bei den Kölnern, das sind so Vereine, die da bis jetzt vielleicht sich damit nicht so auseinandergesetzt haben. Und jetzt geht natürlich so ein bisschen die Angst um. Und das ist ja, haben wir auch mal bei Werder Bremen vor zwei Jahren. Ja, genau, wo sie fast schon durch waren. Ja. Ne, das ist ja so eine ähnliche Situation jetzt gerade mit dem FC, 27 Punkte und eigentlich auch gegen Bayern unentschieden gespielt und so. Also sie haben ja auch gute Ergebnisse eingefahren. Und jetzt auf einmal merkt man, oha, uns bricht da einiges weg. Ne? Ja. Dann sind auch noch Spieler verletzt. Im Karneval hat man irgendwie auch ein bisschen Federn gelassen, hat ja Steffen Baumgart selber gesagt. Also insofern, das kann eng werden. Aber mal jetzt ganz ehrlich, wenn du dich hier so aus dem Fenster hängst und unbedingt über den VfB Stuttgart reden willst und Bruno Labbadia ob noch der richtige Mann ist. Bruno Labbadia ist, korrigier mich, noch nicht so lange im Amt beim VfB wie ein Trainer Sandro Schwarz bei Hertha BSC. Das ist richtig. Und da ist die Tendenz ja nun auch nicht gerade besonders gut. Und auch ihm möchte ich nicht die Fähigkeiten als Trainer absprechen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hertha, also was soll man sagen, das war richtig schlecht in Hoffenheim. Generell egal, was Hertha gerade auswärts macht, es funktioniert nicht. Das Problem, was Hertha hat, ist dass gerade Woche für Woche auf eine ganz solide Leistung, wo man vielleicht auch mal einen Punkt holt oder drei zu Hause, ein Auswärtsspiel folgt, was einen komplett wieder den Glauben verlieren lässt, weil man sich denkt, wo ist all das hin, was jetzt in der Vorwoche noch für ein 4-1 gegen Gladbach oder gegen Augsburg ein 2-0 gereicht hat, warum werden wir jetzt hier komplett wieder verprügelt? Nicht Fisch, nicht Fleisch, diese Mannschaft, und trotzdem würde ich sagen, sitzt Sandro Schwarz schon noch relativ fest im Sattel. Jetzt möchte ich mal eine Frage stellen, ja, und die stelle ich auch mal vielleicht ins Forum. Ja, gern. Bruno Labbadia ist ja so, naja, nachdem jetzt Friedhelm Funkel und ein paar andere ja jetzt auch abgedankt haben, ist er ja vielleicht so der Inbegriff des Feuerwehrmanns. Ne? Mhm. Also insofern, das Einzige, was man diesen Menschen zugesteht, ist, die müssen kommen, dann muss das funktionieren, dann müssen die Ergebnisse kommen und dann sind sie gut. Genau. Ansonsten braucht man die eigentlich nicht. Ne? Ja, also richtig. Das ist jetzt nur so ein Gefühl. Ne? Ja. Also kann es sein, dass man, und bei Sandro Schwarz immer freundlich, ich sag mal,
vielleicht auch so ein bisschen intellektuellerer Typ, ne? Zurückhaltend, moderiert das gut ab und so weiter. Vielleicht so eher Typ, neuerer Trainertyp. Ja. Da ist man so ein bisschen nachsichtiger. Kann das sein? Ich glaube, weil er passt ja natürlich auch nach Big City Club und dieser ganzen Großmannssucht, die ihr ja da in den letzten Jahren mit eurem tollen Investor, und jetzt habt ihr ja wieder einen neuen, auch sehr toll, passt dann natürlich auch wunderbar da rein, weil er so ein Gegenentwurf ja dazu ist. Aber sorry, die Ergebnisse bleiben aus. Katastrophe. Absolut. Ich glaube, was Sandro Schwarz, wo er sich selbst wirklich hilft, ist, dass er echt kein Schönredner ist. Also der ist schon jemand, der auch nach dem Spiel nicht anfängt zu sagen, oh, ich stelle mich vor die Mannschaft und so schlecht war das alles gar nicht, sondern der ist schon sehr, sehr schonungslos ehrlich in den Analysen, in den Inhalten, wie er selbst immer gerne sagt, glaube ich, auf jeder Pressekonferenz 5-mal. Und da habe ich dann als Fan das Gefühl, das verleiht ihm so eine gewisse Kredibilität, weil der weiß, wie die Sache ist. Das nehme ich ihm schon ab. Was natürlich viel alarmierender ist, wenn Kevin Prinz Boateng sich hinstellt nach dem Spiel in Hoffenheim und sagt, Hoffenheim hat den Abstiegskampf angenommen, aber wir noch nicht. Wo ich mir frage, wow, das ist am 25. Spieltag ja, und ich meine, entschuldige, da greift doch dann deine Analyse des Trainers Sandro Schwarz ein bisschen zu kurz. Das kann gut sein. Wenn er sagt, er stellt sich nicht vor die Mannschaft, ehrlich gesagt, sich vor die Mannschaft zu stellen, das wird auch immer so schlecht geredet, aber im Grunde haben doch gerade diese Feuerwehrmänner, wenn man das jetzt bei dem Begriff so bleiben will, die haben ja nun die Erfahrung mit diesen Drucksituationen und die werden ja auch oft geholt, nicht nur, weil sie vielleicht besonders herausragende sportliche Qualitäten mitbringen, sondern auch, weil sie die Fähigkeit mitbringen, diesen äußeren Druck, der ja bei Traditionsvereinen wie Hertha, beim VfB und so weiter und so fort dann entsteht, dann auch entsprechend abzufedern, die auch vielleicht ein Händchen für Medienlandschaft haben und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn du mir jetzt sagst, eine von den Qualitäten von Sandro Schwarz ist, dass er immer jeden Fehler einräumt und sagt, ja, ihr habt recht und natürlich, wir müssen da noch besser werden, hilft euch aber auch nicht, mein Lieber. Nein. Weil irgendwann müsst ihr auch mal einen Punkt holen, weil aktuell habt ihr, boah, 21, glaube ich. 16. auf jeden Fall. Und, wir haben noch 9 Spiele, ist das richtig? Ja, ist richtig. 9 Spiele sind, naja, gut, das sind dann noch 36 Punkte, die holen können. Aber was natürlich die Lage unter anderem auch von Hertha BSC nicht besser macht, ist, dass der VfL Bochum sich nach einer Phase, wo sie, glaube ich, 3 sind 27, wir können noch 27. Sind 27. Nicht das jetzt gleich. Nachdem Bochum, glaube ich, zwischenzeitlich 4-mal in Folge verloren hat, haben sie erst beim 1. FC Köln gewonnen mit 2-0. Und jetzt tief im Westen Anne Kastropper, RB Leipzig geschlagen mit 1-0 und der VfL der große Gewinner des Kellers in diesem Spieltag. Jetzt redest du schon wie Frank Buschmann in der Sky-Konferenz. Anne Kastropper. Anne Kastropper. Ja, das macht mich wahnsinnig so. Aber ich muss dir sagen, an der Kastropper, sagt man immer Berlin. An der Kastropper. Ich muss dir sagen, obwohl ich natürlich Leidtragender der kleinen Siegesserie des VfL Bochum bin, ich finde das super geil. Ich würde mir total wünschen, dass der VfL in der Liga bleibt. Also, lieber Luis, ich möchte dir nicht so nahe treten, aber du musst jetzt auch mal ein bisschen aufpassen, für wen du jetzt bist. Also, Sympathien sehr gerne. Das ist natürlich, das ehrt dich ja auch, dass du so ein angenehmer Zeitgenosse bist, dass du mit vielen Menschen und vielen Vereinen natürlich auch Sympathie haben kannst. Aber am Ende des Tages steigt ihr ab. Richtig. So, das ist das Problem. Mal sehen, wie weit es mit deiner Sympathie her ist. Also, ich meine, ich kann ja mal ganz konkret fragen. Lieber VfB kann absteigen. Habe ich dich richtig verstanden, ne? Da aus deiner Perspektive, könnte ich besser, das wäre in Ordnung. Hoffenheim kann absteigen, auch okay. Richtig, kann weg. Ja. VfL Bochum darf drin bleiben, Hertha darf drin bleiben. Ja, und Schalke kann sich gerne in der Relegation retten. Wobei, je nachdem, gegen wen es geht. Das möchte ich nicht. Je nachdem, gegen wen es geht. Aber was Bochum wiederum sehr gut macht und was vielen anderen Teams, unter anderem dem Berliner Sportclub Hertha, fehlt, Standards. Das einfachste Mittel, was es im Abstiegskampf gibt, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, mach deine Tore nach Standards und dann hast du sehr große Chancen, in dieser Liga zu bleiben. Und das macht der VfL sehr, sehr gut. Punkt. Wir können noch kurz darüber reden, weil wir jetzt so schön schon im Tabellenkeller unterwegs sind. Nochmal kurz zurück zu Borussia Dortmund, weil wir, glaube ich, noch nicht ganz gewürdigt haben, in welchem Ausmaß die am Wochenende über diesen 1. FC Köln hinweggefegt sind, weil das war schon eine Demontage sondergleichen. Und man muss auch dazu sagen, ich genieße jedes Spiel, in dem Marco Reus A, fit ist und B, gut aufgelegt ist, weil das macht schon richtig Spaß zuzugucken. Ja, aber jetzt hängen wir es mal bitte nicht so hoch, weil wir wissen, die Spielphilosophie von Steffen Baumgart ist nicht zerstören, sondern mitspielen. Und wenn man 11 Spieler auf dem Platz hat, von denen
Jean-Marie Pfaff hat da gestern beim Doppelpass ja auch gnadenlos über den armen Torhüter vom 1. FC Köln drüber gebügelt, ja, aber auch über die Abwehr, ja, ja, die ihn nicht unterstützt hat. Und wenn man auf 11 Positionen schlechter ist, mhm, und dann trotzdem noch mitspielen will, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Und Steffen Baumgart hat ja vollkommen zu Recht auch gesagt, wir haben den Arsch voll gekriegt, wissentlich, dass er in 2 Wochen natürlich liefern muss und dass er jetzt mal das Torverhältnis vielleicht mal außen vor lassen kann, weil momentan hat ja der FC immer noch 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Das sind immer noch 2 Spiele bei 9 Spielen. Also man kann theoretisch, ich sag mal, mit 6 Punkten, ja, müsste das eigentlich reichen, ja, die sich das noch holen. Also das heißt, gegen Gladbach, ja, müssen sie gewinnen, einfach auch fürs gute Gefühl. Mhm. Und dann müssen sie sich irgendwie da noch ein paar Punkte zurechtpitschern. Wie sie das machen, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das Restprogramm nicht kenne. Ich gehe hier mal kurz ins Forum. Übrigens freuen wir uns, dass so viele von euch zugucken. Lasst uns doch gerne einen Daumen da, abonniert uns. Und wenn ihr uns als Podcast hört, empfehlt uns auch da gerne weiter, weil die Leute auch hier ihre Tipps abgeben, wen es denn treffen wird im Abstiegskampf oder wer denn aus ihrer Sicht runter soll. Und das lese ich natürlich überhaupt nicht gerne. Hertha und Köln kann weg, schreibt OP Viech. Hugo schreibt Hertha, Hoffenheim und Augsburg. Philipp Nie schreibt Hertha schon erschreckend. Ja gut, das ist einfach ein Fakt, der hier genannt wird. Dann wird noch gehofft, dass der FC Augsburg vielleicht noch mal unten reinrutscht. Und es wird sich mancherorts eine Relegation HSV gegen Schalke. Ja, gewünscht. Das wird ja eh passieren. Das habe ich ja jetzt schon rausgehört. Lass doch gut sein, ja. Ja, was sagst du zum HSV? Mhm. Komm, so schlimm ist es noch nicht. Ja, das stimmt. Wir haben auch schon früher Bilanzen gesehen, die deutlich schlimmer waren. Insofern, ich hoffe drauf, dass es sich wieder einrenkt. Und Tim Walter hat ja auch auf der Tribüne gesessen. Wie sollen die es schaffen alleine? Wie sollen die es alleine da unten schaffen? Ja, stimmt. Das geht doch gar nicht. Und hat er ja, glaube ich, auch gesagt, ne, wenn Papa da nicht am Rand steht oder sowas, dann sehe er, wie er da rumbrüllt und so weiter und so fort. Also er ist schon ganz schön stolz darauf, dass er so eine richtige Erscheinung ist. Ne? Aber vielleicht hat er nur noch nicht den richtigen getroffen, der genauso laut brüllen kann wie er. Und ist während des Spiels, glaube ich, mehrmals umgezogen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe die Zusammenfassung gezogen und die Sportschau war irgendwann ganz verzweifelt, dass sie ihn nicht mehr mit ihren Kameras lokalisieren konnten im Stadion. Warum gehen diese Trainer, wenn sie sowieso nichts machen können, ne? Ja. Warum gehen sie eigentlich nicht in die VIP-Loge? Ich glaube, sich da 12 Bier rein und werden dann irgendwie abgeführt von irgendeinem Helfer. Weil dann haben dann vielleicht so ein Schimmern, weißt du, da gab es ja diese Szene, weißt du noch, von Jogi Löw, wie er so hinter so einer Spiegelwand dann gestanden hat und sich mal eine angezündet hat, so eine Zichte. Ja. Aber dann ist es doch auch ein bisschen mystisch. Das hätte ich mir von Tim Walter gewünscht. War das? Dass er da oben rumbrüllt und die ganzen Leute um ihn rum halt mal die Fresse und so. Das ist ja unerträglich. Also. Ja. Apropos Trainer, kurzer Ausflug ins Ausland, was mir an diesem Wochenende sehr, sehr gut gefallen hat. Darf ich noch ganz kurz, Entschuldigung, ganz zu kurz noch bei der Bundesliga bleiben, weil ich wollte auch noch mal auf einen Fauxpas ansprechen, der sich ja auch bei Hertha BSC zugetragen hat, wo leider auch keine Spiegelwand davor war, nämlich auf der Ersatzbank von Hertha. Oh ja. Hatte offensichtlich einen Spieler, der nicht mehr mit seinem Einsatz rechnete. Er wurde sogar schon ausgewechselt. Genau, der wollte wohl mal gucken, was so an Nachrichten eingetroffen ist. Ja, Florian Niederlechner wurde erwischt, wie er aufs Handy guckt und hat danach dann via Instagram, wie man das heutzutage macht, gesagt, er hatte das Handy nur in der Hand, um die Ergebnisse der Konkurrenz zu checken. Das war ja zum Beginn der ersten Halbzeit. Jetzt mal die Frage, wieso sind denn überhaupt Handys erlaubt auf der Ersatzbank? Das ist für mich nämlich auch der Kernpunkt also an weil dieser dann, ganzen dann, Sache, ehrlich gesagt. Da müssen ja seine Trainingsklamotten gelegen haben und da muss das Handy gelegen haben, weil ehrlich gesagt wir hatten früher immer so eine Wertsachentasche. Ja. Da wäre ja heute das Handy drin, bis ich das rausgewurschtelt habe, ist das Spiel schon dreimal vorbei. Richtig. Also, und ansonsten schließt man das doch irgendwo ein. Das hätte ich auch gedacht. Er wurde ja ausgewechselt zur Halbzeit, sah auch dann schon geduscht aus. Aber trotzdem hätte ich auch gedacht, das Handy auf der Ersatzbank gibt man mindestens einen Kasten Bier. Oder um es im Profifußball zu sagen, eine Strafe von 5.000 Euro, Das sind die Aussagen, die ich von Sandro Schwarz erwarte. Da ich auch. Da möchte ich mal Farbe bekannt sehen. Also das ist doch genau das Ding. Da kann er nachweisen, dass er ein Typ ist, der auch mal klare Ansprachen prägt. Was ich mich frage und auch dich damit oder auch euch da draußen, glaubt man ihm? Hat er wirklich nur die Ergebnisse der Konkurrenz gecheckt? Ja gut, da macht sich heute Freunde mit Sicherheit einen Spaß daraus. Da werden wir natürlich die internen Chats mal veröffentlichen. Und gucken, Achtung, was Satire. Da so drin stand, ne?
Aber gut, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich wirklich spannend fand am Wochenende, Antonio Conte, seinerseits Trainer der Tottenham Hotspur, hat mal laut ausgesprochen, was eigentlich alle, die es nicht mit den Tottenham Hotspur halten, über diesen Verein sagen. Und zwar meinte er, dieser Verein gewinnt nichts, der spielt nie um was, der hat keine Lust auf Druck und hier gibt es einfach keine Gewinnerkultur und dieser Verein wird nie einen Titel gewinnen. Jetzt wird schon gemutmaßt, ob Antonio Conte damit sich einfach selbst feuern lassen möchte. Aber andererseits fand ich das so erfrischend ehrlich, dass ich mir auch mal wünschen würde, dass einfach alle 18 Bundesliga-Trainer bei der nächsten Pressekonferenz vors Mikrofon treten und einfach mal sagen, was sie von ihrem Arbeitgeber halten. Das fände ich toll. Auch da glaube ich, das ist hoffentlich ein Signal an die Mannschaft da oder in den Verein und nicht die Überzeugung des Trainers ist. Ja. Weil er ist ja dafür verantwortlich, dass sich daran was ändert. Wobei er dann immer sagt, die Besitzer sind schuld, die Besitzer sind schuld. Ja, aber gut, ich meine, du hast recht, finde ich, ja. Lars Windhorst hat, korrigier mich, ja auch gesagt, ja, so, wir müssen mal gucken. Natürlich wollen wir irgendwann mal Erfolg haben, aber so dringend notwendig ist das nicht. Daran liegt es ja wohl nicht, dass Hertha jetzt seit Jahren im Abstiegskampf spielt, oder? Das ist richtig, wobei es, wenn es nach ihm gegangen wäre, genau, glaube ich, deutlich schneller in die Champions League gegangen wäre. Ja. Aber ich finde es schon spannend. Also Gewinnerkultur, ich meine, das sind doch 22, 25 Spieler. Ja. Und die müssen doch irgendwas wollen. Ja. Und ich meine, die haben ja jetzt nicht die schlechtesten Spieler. Das ist wahr. Ja? Also du redest von den Tottenham Hotspur. Ja, natürlich. Genau, ja. Also da frage ich mich ehrlich gesagt, das sind so Dinge, die, sagt man ja, es gibt zum Beispiel ja in so bestimmte Mythen in der Bundesliga auch. Schalke, letzte Meisterschaft in den 50ern und dann natürlich die Meisterschaft der Herzen 2001. Und deswegen kommt dieser Verein nicht zur Ruhe. Ja. Und er hängt immer irgendwie über seinen, glaubt immer, dass er größer ist als die Realitäten und so weiter. Das Gleiche beim ersten FC Köln und so weiter und so fort. Also mal ganz ehrlich, wenn ich einen Kader von Tottenham im Jahr 2023 bin, da habe ich doch nichts mehr damit zu tun, dass Tottenham seit 1845 irgendwie dreimal den FA Cup gewonnen hat und sonst nichts. Das ist richtig. Aber trotzdem finde ich es aus handwerklicher Sicht eines Trainers spannend, dass man auf dieses Mittel zurückgreift, weil entweder ist das der große Wachmacher oder der hat wirklich keinen Bock mehr und will sich feuern lassen. Ich weiß ja, es aber, nicht. Aber ja, das scheint der einzige Umkehrschluss zu sein, weil der arbeitet doch jeden Tag mit der Mannschaft. Ja. Das heißt, es wird jeden Tag auch individuell darüber geredet, was willst du hier? Ja. Willst du was gewinnen? Ne? Und wenn du was gewinnen willst, wie soll das aussehen? Was musst du dafür tun? Und so weiter und so fort. Und jetzt setze ich auf ein Podest und sage, naja, ich kann hier reden, so viel ich will, aber Entschuldigung, ich habe hier super Spieler, aber die wollen ja alle nicht gewinnen. Weil das liegt ja auch daran, dass die Vereinsspitze sagt, ist auch egal. Ja, genau. Ja, ja. Er hat ja auch gesagt, im Endeffekt. Also, ist interessant. Ich muss noch eine Geschichte erzählen, weil ich gerade mit Klaus Fichtel ein Interview gemacht habe. Klaus Fichtel, die Älteren, die Uralten werden sich erinnern, ist der älteste Bundesligaspieler aller Zeiten, der mal 1980 bei Schalke vom Hof gejagt wurde, weil er mit 35 Jahren schon zu alt war, der dann aber noch 8 Jahre weitergespielt hat und bei Werder Bremen angeheuert hat. Aha. Damals Zweitligist. Ja. Und Fichtel sagte, er kam aus Schalke, wo immer Theater ist, nach Bremen. Zweitligist zu der Zeit und es war so ruhig, dass er sich es gar nicht vorstellen konnte. Es war sogar, er hatte das Gefühl manchmal, dass es vollkommen egal ist, ob man gewinnt oder verliert. Ja, also sprich, wäre ja auch so eine etwas anspruchslosere Situation. Werder ist aufgestiegen und, die Älteren werden sich erinnern, sofort, glaube ich, in den UEFA Cup rein und war ab da ewig eine Spitzenmannschaft. Ja. Ne? Also bis, glaube ich, 2003, bis zur letzten Meisterschaft, war es 2003? 2004, glaube ich. 2004. War die, ja. Also insofern, nur weil die Führung vielleicht ruhig, besonnen ist, heißt das doch nicht automatisch, dass eine Mannschaft mit dem entsprechenden Trainer, mit dem entsprechenden Spielerpersonal sportliche Erfolge einfahren kann. Halte ich für Unsinn auch. Alles gesagt, klar. Ist, glaube ich, einfach nur eine gewisse Provokation, die vielleicht auch ein Signal an die Mannschaft sein soll. Ja. Oder vielleicht auch an die Gesamtsituation. Ist die Situation gerade bei Tottenham? Nicht wirklich gut. Nee, spielen glaube ich, um nicht mehr viel und sieht nicht gut aus bei den Spurs. Aber ich möchte gerne einen Kommentar aufnehmen von Hugo CGN, der schreibt, mal sowas von ein Like für die heutige Ausgabe. Diesem Wunsch gerne alle nachkommen. Und Tim, weil wir oder unsere beiden Clubs am Wochenende sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben, lass uns noch mit einem Moment. Also so einfach kannst du es nicht machen. Ein Punkt? Ein Punkt, ja, okay. Null Punkte. Dann lass uns. Ein Tor?
Ein Tor auch. In der 90. Minute das wichtige 1-3 von Stefan Jovetic. Komisch, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Aber lass uns gerne noch mit einem Mann sprechen, der gestern 3 Punkte eingefahren hat. Oh. Er steht, das Lächeln ist ihm ins Gesicht geschrieben, denn er war auch vor Ort in Braunschweig. Felix, herzlichen Glückwunsch zum Last-Minute-Derby-Sieg. Wie war es denn? Geil. Ich glaube, meine Stimme ist noch nicht ganz erholt. Aber ja, war sehr, 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 sehr schön. Felix hat sich dafür 1,5 Wochen Urlaub genommen, um dieses Spiel dann sich angucken zu können. Ja. Und eigentlich braucht er jetzt schon wieder 2,5 Wochen Urlaub. Aber ja, gut, Frühstück ist ja ohne seine Präsenz hier zeitweise ausgefallen, ja, weil wir die Technik nicht in Gang gekriegt bekommen haben und ein kleines Corona-Problem hatten. Deswegen muss er jetzt durchziehen. Schlimm, dass du ihn überhaupt angesprochen hast, dass er was sagen musste. Er hätte, hätte sich auch vor die Kamera stellen können und mit Zeichensprache das machen können. Er hätte seine Stimme geschont. Aber gut, sei es drum. Jetzt hat er ja schon geredet. Erzähl noch. Und Braunschweig, willst du noch was dazu erzählen? Wie wird das jetzt in dieser Saison? Wird das jetzt doch noch alles ganz gut? Ich denke schon, ja. Also ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr wichtig war, um die ganze Situation zu beruhigen. Die Mannschaft hat wieder Kredit. Jetzt ist auch die Länderspielpause. Sie haben wirklich die Möglichkeit, ihre Verletztenliste endlich zu kürzen. Und jetzt kommen die Spiele, die dann auch für den Ausgang der Saison entscheidend sind. Aber ich bin wirklich gerade wieder sehr optimistisch auch. Und dass jetzt eventuell nach dem Derby Stefan Leitl entlassen wird, das macht nichts mit dir, ne? Das macht dich nicht stolz als Braunschweig-Fan, oder? Nein, also ich muss, wenn ich jetzt über die reden muss, dann, okay, das war schon echt erschreckend schwach. Also ja, ich glaube, dass Hannover ein massives Problem hat. Aber die Mannschaft ist ja eigentlich stark genug, um nicht abzusteigen. Das werden sie auch nicht. Mhm. Guck mal, jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass Felix hier Sprüche loslässt wie ein Irrer und pöbelt und scheiß Hannover hier und so. Und jetzt wird hier sportlich, fachlich analysiert. Entschuldigung, ich kann auch einfach nur, ja, war einfach nur geil. War wunderbar, scheiß auf alles andere. Okay, siehste. Ich habe nicht mehr dran Ja, er ist einfach, er macht es anders als du. Ja. Er ist nicht so ein Zyniker wie du, der so Boulevardes sofort irgendwelche Entlassungen fordert, sondern sagt so, ist mir doch egal, was die jetzt machen. Hauptsache, wir sind gut, ne? Ist auch in Ordnung. Übrigens schreibt Mark Zero Points, hab Gropper vorm Stadion gesehen. Um Gottes Willen, ja. Komm doch vorbei beim nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen. Ach nee, das hast du jetzt aber nicht wirklich gesagt, oder? Du wirst jetzt sehr, sehr oft vom Stadion angesprochen, das kannst du dir sicher sein. Jedem, der... Fällt die ganze Zeit wieder aus. Aber gut, das kriegen wir auch. Wollen wir hoffen, dass der Satz, den du da eben gesprochen hast, nicht hörbar war. Richtig. Er sagte nämlich, ach komm doch vorbei, gib's mir. Und dementsprechend wird Felix Groppers hart erarbeitetes Gehalt in den nächsten Wochen für Themenfrühstück Zuschauerinnen und Zuschauer ausgegeben. Finde ich gar nicht so schlecht. Wort Themenfrühstück. Wir haben jetzt, Felix hat es ja gerade gesagt, im Zusammenhang mit Eintracht Braunschweig, ich wollte das einfach mal bringen. Wir haben ja jetzt Länderspielpause. Richtig. Und haben wir unter der Woche noch Champions League? Nein, auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich für die Kollegen, die das über die Woche jetzt hier das Themenfrühstück bestreiten müssen, alles abgefrühstückt und ab morgen wird hier wieder nur über Formel 1 mit Tobi Ahrens und mit über Dart gesprochen. Genau. Und ja, weiß ich nicht. Und du wirst natürlich knallhart bei deinen Themenfrühstücken über Sandro Schwarz, was das für ein Typ ist, reden. Ne? Das ist klar. Aber ich glaube, man könnte... Die taktische Analyse natürlich auch nochmal bringen, warum das eigentlich alles gar nicht so schlecht ist, nur die Punkte fehlen fehlen. Naja, man kennt das ja. Ich glaube aber, worüber die Themenfrühstück-Crew von morgen gerne sprechen können, vielleicht als kleinen Arbeitsauftrag, ist, weil es ja jetzt auch um die Länderspielpause geht. Ich bin morgen hier. Die Kaderzusammenstellung von Hansi Flick spaltet ja so ein wenig die Gemüter. Weil? Weil manche sagen, mein Gott, so viel Neue, dafür andere Leute aufgrund von Belastungssteuerung draußen gelassen und das nur noch knapp ein Jahr vor der EM, die müssen sich doch einspielen. Dann ist auch die ein oder andere Nominierung Thema Joscha Wagnermann höchst umstritten. Aber bevor wir da jetzt tief einsteigen, lass uns das doch für morgen aufspannen, würde ich sagen. Das wäre nett, ja. Aber sonst haben wir morgen hier definitiv gar nichts mehr zu sagen. Aber das, die letztere Personalie, die ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Oder, was ich auch sehr schön fände, und das fordert auch die Community hier vehement von uns, wir können auch mal gerne tiefergehend über die dritte Liga sprechen, weil die spielt am Wochenende nämlich auch noch. Das würde ich sagen, das behalten wir uns wirklich vor, weil für mich ist die dritte Liga ja ohnehin die spannendste und interessanteste Liga von allen. Da muss halt Tobi, leider Gottes, ich habe ihn letztens schon gepeinigt, hier wieder aus dem Seelenleben eines Tabellenletzten erzählen. Ja gut, ich meine, er kann froh sein, dass er lang genug da in der dritten Liga mitspielen durfte. Ne? Das Thema ist jetzt durch. Stichwort, das ist durch.
Durch ist noch nicht die neue Ausgabe von der Freunde seit Donnerstag am Kiosk so mit Jonas Hofmann, mit, was haben wir noch? Wir haben mit einer großen Geschichte über das Horrorjahr beim DFB natürlich. Einer großen Geschichte zum SV Darmstadt 98. Darmstadt 98. Einer schönen Reportage zu Sandro Wagner. Aha. Ja, genau. Wir haben ihn begleitet als Reporter und als Trainer. Richtig. Bei der Spielvereinigung Unterhaching. Wirklich und, schöne Sachen dabei. Ja, ja. Wir haben auch eine grandiose Fotostrecke ist falsch, weil es ist eine Gemäldestrecke. Ja, fantastisch, wirklich. Aus Argentinien. Boca. Genau. Ja gut, aber wir verraten nicht so viel. Das jetzt am Kiosk. Ja. Schaut mal rein, lasst einen Daumen hier, schließt ein Testabo ab auf beim Elf-Freunde-Club und so weiter und so fort. Wir würden uns freuen, weil dann dürfen wir das hier weitermachen. Genau. Zumal ihr, was ich auch sehr schön finde, in dem Interview mit Jonas Hofmann, was übrigens Tim Jürgens geführt hat, in dem Interview könnt ihr erfahren, wie Jonas Hofmann das Interview mit Tim Jürgens eigentlich so fand. Also auch das als kleiner Teaser für euch, ja. Dass das Urteil steht direkt im Text. Gut, aber man muss natürlich dazu sagen, hier Jonas Hofmann ist natürlich auch ein höflicher Mensch. Das glaube ich. Ich will das jetzt gerne. Nicht so hochhängen, nicht, dass ihr denkt, also, ey, hau ab, Trottel. Hugo schreibt, schönes Heft übrigens, gestern durchgelesen. Das freut uns doch. Ja, super. Und geben wir gerne weiter an alle anderen in der Redaktion und ihr alle da draußen, nehmt euch doch ein Beispiel, Hugo. Schön mal durchlesen, das Ding. Kann man sehr gut machen. Aber abgesehen davon danken wir euch fürs zahlreiche Einschalten heute. Hoffen, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Haltet uns in dieser kniffligen Länderspielpause die Treue. Ja. Und ja. Bist du morgen auch wieder hier? Nee, ich bin Mittwoch wieder da. Aha. Und, also nur, ich bin morgen wieder hier. Genau. Nur, ich nur, sag das jetzt mal ganz laut, weil dann wissen wir, wie sich das auf die Einschaltquoten auswirkt, positiv oder negativ. Also ich bin morgen wieder hier. Wir können auch mal gucken, wie sich der Mittwoch auf die Einschaltquoten auswirken wird, weil nach vielfacher Forderung ist endlich wieder Christoph Biermann mal zu Gast, mit dem wir dann hier sprechen werden. Der, wie haben wir es letztens gesagt, der pastorale Christoph Biermann, man erinnere sich nur an die Elf-Freunde-Rekordshow. Wer sie nicht gesehen hat, gerne nochmal nachgucken. Vor allem aber gerne wieder morgen einschalten, 10.30 Uhr hier live auf YouTube. Wir würden uns freuen. Danke fürs Reingucken, wie gesagt. Macht euch einen schönen Wochenstart. Jo. Wiedersehen.